Hallo Freunde, heute ist ein Tag in der Natur. Ich habe auch für heute eingeplant, Kloster de la Jug etwas mehr zu besichtigen, zu erkunden. Und hinter mir befindet sich schon mal die Kirche, die Basilika. Und da möchte ich als erstes hin. Jetzt möchte ich mal einmal ein bisschen höher wandern. Es ist auch richtig warm heute. Ich glaube, ich brauche meine Jacke gleich nicht mehr. Na, gefühlt 2 Minuten hochlaufen, habt ihr hier wunderschöne Aussicht auf die Tramuntana-Gebirge und aber auch auf das Kloster von oben. Also ein Aussichtspunkt besser als der andere. So, kurzer Lagecheck. Ich war hier. Hier komme ich leider nicht hin. Es wird gerade umgebaut, renoviert. Jetzt möchte ich ganz gerne ja, die Botanik und diese Area sehen. Let's go! Also für alle, die sich für die Flora interessieren, ein Paradies. Alles auch gründlich beschrieben. Da sind, würde ich sagen, die Glocken für den Gottesdienst, der in 10 Minuten stattfindet. Ich bin überrascht, dass der Pool hier voll ist, jetzt wo es so warm ist. Hätte ich schon Lust gehabt, da reinzuspringen, ey. Schön, schön mit dieser ganzen Kulisse. Sieht sehr einladend aus. Gerade jetzt, wo es mir richtig warm ist, hätte ich auch Lust, mal Bikini anzuschweißen und ins Pool zu springen. So, Friends, ich verlasse mal wieder das Zimmer. Ich habe mir gerade eine Pause gegönnt, nachdem Ausflug hier durch den Kloster. Es wird auch ein extra Film zum Thema Kloster de Jug geben. Und jetzt ist mir mega kalt. Kennt ihr das, wenn man so ein bisschen zur Ruhe kommt, sich auch kurz hinlegt und dann ist einem kalt? Ja, genau, die Sache ist hier eingetreten. Ich habe auch Hunger und möchte auch ein Picknick machen. Ich weiß noch nicht, ob hier vor Ort, weil hier kann man das auch machen, oder ob ich dann etwas weiterfahre dafür. Da habe ich nämlich auch schon mal eine Idee. Auf jeden Fall muss ich erstmal mein Auto ein bisschen aufräumen. Da steht jetzt auf dem Zettel. Ich habe mir auch schon ein paar Gedanken gemacht über morgen und habe auch schon ein paar Sachen an dreckiger Kleidung und so weiter mitgenommen. Oh wow, man spürt so richtig die Wärme durch die Sonne. Und werde mir ein paar Dinge für morgen schon mal im Auto legen. Ja, ich weiß, man sollte die Sachen nicht im Auto lassen, aber ich habe hier nicht so wirklich Lust, mit meinem Koffer durch die Treppen, durch diese steinigen Straßen zu laufen. Also erstmal Koffer ein bisschen umpacken, Auto aufräumen, was essen und Natur genießen. Ich nehme euch gerne mal mit.
Das ist hier so cool. Ihr könnt in der Nähe vom Kloster, direkt am Parkplatz, hier auch mal grillen, Feuer machen, euch Picknick schön und entspannt machen. Aber mein Picknick wird heute woanders sein, habe ich gerade beschlossen. Okay, das mit dem Aufräumen gebe ich heute auf. Es ist einfach nur Chaos. Ich wollte euch kurz zeigen, was ich gestern mit dem Straßenrand meinte. Ich weiß noch nicht, ob es an eine Stelle kommt, aber ihr seht, es ist schon sehr knapp. Auf dem Video natürlich wie immer gar nicht so zu sehen, wie es in der Realität ist. Wird es halt nicht besser, ne, mit dem Kaffee. Und dann mal gucken, wie das hier denn so ist. Ich habe nämlich letztens beim Vorbeifahren gesehen, dass man hier auch picknicken kann. Da sind auch direkt Leute, die es tun. Und dann schauen wir mal, wie man sich hier die Beine vertreten kann. Excuse me? Wie süß sind sie denn? Fine Dining. Auch mal Leute in einem Park. Mega. Ich weiß, aber du brauchst gar nicht so gucken. Ich habe nichts. Heute hat mich jemand gefragt, wie es ist, alleine im Urlaub zu sein. Ganz gut. Manchmal, was fehlt, ist halt so die Vorfreude zu teilen und so ein Gespräch. Aber ansonsten richtig cool. Kann ich auch jemandem, oder nicht jemandem, sondern jedem empfehlen, einmal im Leben wenigstens alleine verreist zu sein. Es stärkt das Selbstbewusstsein, weil ihr einfach Dinge alleine regelt. Ihr merkt, die Welt geht nicht unter, nur weil man alleine ist. Und man lernt natürlich von der Person auch abhängig, aber ich lerne alleine viel schneller Leute kennen, als wenn ich mit einer Gruppe unterwegs bin. Also kann ich euch nur ans Herz legen und es gibt so, so viel mehr Vorteile, die ich sehe. Trotzdem möchte ich nicht immer alleine verreisen, aber das ist jetzt schon eine, ja, Reise in Großformat. Also ich genieße die gerade sehr und freue mich aber auch, wenn die Sandri mich besuchen kommt. Die kommt nämlich zu Ende meiner Reise und es ist Tag 6 oder 7. Hier auf Mallorca und es kommt mir so vor, als wäre ich hier schon 2 Wochen. Wahrscheinlich aber, weil ich halt jeden Tag gut ausgefühlt habe und dann hat man eh das Gefühl, dass man viel länger da ist, als es wirklich ist. Ja, ein cooles Ort, um
mal Päuschen zu machen, wenn man gerade durch die Tramontana-Gebirge fährt, wenn man ein Picknick möchte, wenn man ein bisschen laufen möchte. Man kann hier gut sitzen, man kann Müll entsorgen. Es gibt eine super saubere Toilette und man kann dort auch Hände waschen. Also ich bin begeistert. Ich schreibe euch unten, wie dieser Ort hier heißt. Und dann könnt ihr schauen, ob ihr auch Lust habt, hierher zu kommen. Zum Thema Alleinereisen und Natur. Also ich bin eher so der Naturfreund. Klar, ich mache auch Städtetrips, Städtereisen, aber doch, Natur ist das, was mein Herz berührt. Da geht mein Herz auch richtig auf und meine Seele befreit sich von allen schweren Dingen. Weil hallo, wenn man das hier so sieht, ist es wunderschön. Was ich aber sagen wollte, weil es halt gerade so leer hier ist, obwohl das ein touristischer Ort ist, es liegt an Nebensaison und ich habe gerade den Gedanken gehabt, es macht mir keine Angst und ich möchte euch auch keine schlechten Vibes hier mitteilen, aber nur mal so einen Gedankenanstoß. Wenn ihr alleine unterwegs seid, vielleicht ist es auch besser, mal Standort oder jemandem zu sagen, ob es Freundin, Eltern, Partner ist, wo ihr gerade seid. Und dann seid ihr auf der sicheren Seite, weil ich denke mir jetzt so, mich muss ja keiner klauen, aber falls was sein sollte, mein Gott, ich breche mir ein Bein, weil ich meine da irgendwo gleich zu klettern, dann bin ich ja wirklich alleine, ne? Dann ist man am Arsch. Also sagt gerne Bescheid. Ich habe gerade auch einer Freundin meinen Standort geschickt und jetzt kann ich entspannter weiterlaufen. So, es ist etwas Zeit vergangen. Die Sonne steht tiefer. Ich habe auch noch die Kulisse hier genutzt. Nicht die Haare essen, um für euch Outfit-Inspiration aufzunehmen. So gemütliche Wander-Outfits. Ja, kommt demnächst bei Instagram. Und das hier sieht auch mal wieder ziemlich nice aus. Mal gucken, wie das in der Kamera aussehen wird. Ja, liebe Leute, ich vor Winter verweht möchte ich mich eigentlich für heute nur noch verabschieden. Ich stehe gerade vor einer wunderschönen Kulisse, die ich euch gleich zeigen werde. Ich habe überlegt, was ich noch machen werde, denn es ist eine Stunde zu Sonnenuntergang. Ich stehe aber auch in einem Empfangsloch. Ich habe auch in Gedanken so eine Location gehabt, so eine Aussichtsplattform, aber ich habe echt keine Ahnung, wie lange man dahin fährt. Es können nur 10 Minuten sein, es kann aber auch eine halbe Stunde sein. Und das ist mir für jetzt ziemlich ungeheuer, weil ich noch ein bisschen Arbeit habe. Ich muss auch noch Unterkunft für morgen buchen. Und deswegen fahre ich einfach zurück. Und jetzt dieser Ausblick hier. Mit dieser wunderschönen Kulisse möchte ich mich für heute verabschieden. Ich danke euch für eure Zeit. Bis bald.